Oh, es leuchtet hier voll rein. Vielleicht ist das, weil ich so heilig bin, Alter. Spaß. Auf wen reagieren wir? Natürlich. Ist doch langsam klar. Auf Unger. Denn was anderes machen wir ja gar nicht. Ha! Wir schauen mal ganz kurz bei Inscope vorbei. Da haben sehr viele Leute geschrieben, richtig oder Software. Das könnte ein extrem lustiges Video werden. Wer irgendwie was falsch macht, kriegt einen Software-Schuss ab. Gönnung. Let's go. Boom, Alter! Damit guten Morgen, guten Mittag, guten Abend an der Location. Ich war selten vor einem Videodreh so dermaßen aufgeregt wie vor dem heutigen. Ich muss wirklich sagen, wenn es ums Thema Software geht, bin ich bei der 0,5 Joule schon ein aggressives Weichei. Ich werde so krass nachdenken jetzt auf die Fragen. Die erste Frage. Wie viel wiegt ein Hoden? Einfach so nebenbei, wo Inscope anmoderiert. Dermaßen aufgeregt wie vor dem heutigen. Ich muss wirklich sagen, wenn es ums Thema Software geht, bin ich bei der 0,5 Joule schon ein aggressives Weichei. Ich werde so krass nachdenken jetzt auf die Fragen. Die erste Frage. Wie viel wiegt ein Hoden im Durchschnitt? Okay, da machen wir mit. Ich bin zwar heute total neben der Spur, aber das werden wir wohl auch hinkriegen, Alter. Okay, ich mache auch mit. Um einen richtig krassen Dampferzug. Und das ist 100 Watt. Bitte. Bitte merkt euch, das ist 100 Watt. Und ich habe dieses Teufelsnikotin da. Also Liquid meine ich. Ein durchschnittlicher Hoden. Boah, Gewicht kann ich sowieso nicht gut einschätzen. Gramm? Vielleicht? Ja. Also, wie viel wiegt ein Hoden im Durchschnitt? Lass mich kurz überlegen. Ein Durchschnittshoden. Ich würde sagen, ein Durchschnittshoden wiegt 4,3 Kilo. Spaß. Boah, ich hab keine Ahnung, wie viel ein ganzer Schwanz wiegt. Lass mich mal überlegen. Ich sage, ein Hoden wiegt. Boah, ich habe auch so. Mann, wann habe ich das letzte Mal gewogen? Papa. So eine schlechte Einschätzung, was Gewicht angeht. Und ich habe auch selten Hoden in der Hand. Ja, also sehr selten. Außer wenn Toni und Nia wieder da sind. Ich sag mal 40 Gramm. Boah, ich weiß nicht, ob das zu viel. Nee, 40 Gramm, das ist, glaube ich, zu wenig. Das ist zu wenig. Ich sag 60 Gramm. Nee, 60 Gramm. Ich hab das Doppelte. Ah. Ich sag 80 Gramm. 80 Gramm sage ich. Tatsächlich wollte ich zuerst auch 80 Gramm sagen, aber dann dachte ich auch, dass das zu wenig ist. Boah. Mal gucken. 3, 2, 1. Okay, ich habe 21. 21. 21 Gramm? Was? Das ist wenig. 15 Gramm? Oh, scheiße, ich habe gar kein gutes Einschätzungsvermögen. Oh, shit. 60 Gramm. 60. Okay. 60 Gramm. 110 Gramm. 110, okay. Oh mein Gott, du hast ein Opfer. Arme nach vorne, Jungs. Ich glaube, ja. Mois kriegt's. Ich habe trotzdem Schiss, warum? Verdammt. Oh Mann. Ach, er hat es am weitesten falsch? Hä? Du hast alles für Kekse, Junge. Oh, Alter. Okay, was? Oha, was? So heftig ist die Software? Wusste ich auch gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie stark so eine Software ist mit 0,5. Joule. Was war die Antwort? Gib mir erstmal die Antwort ab. 20 Gramm. 20 Gramm wiegt ein Hoden. Okay, alles klar. Das muss ich mir für die Zukunft merken. Ich. Oh. Oh. 20 Gramm, Alter. Wie wenig wiegst du? Oh, Junge, ich bin jetzt schon im Flash. Oh nein. Oh. Das könnte mich noch weit bringen in meinem Leben. Ich hab 80 Gramm gedacht, Alter, ich hätte auch einen Schuss abbekommen. Wie lange hat der 100-jährige Krieg gedauert? Wie lange hat der 100-jährige Krieg gedauert? Das waren auf jeden Fall keine Jahre. 100 Jahre, das ist nur so eine Bezeichnung dafür. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt peinlich, dass ich das nicht weiß. Ich, ja, ich habe 100 Jahre gesagt, ne? Also. Ich glaube nicht, dass der 100-jährige Krieg 100 Jahre gedauert hat. Ich glaube, das ist so ein Verallgemeinerungsbegriff. Deswegen sage ich jetzt einfach, der 100-jährige Krieg hat 70 Jahre gedauert. Ich habe 80 Jahre. Ja, schieß mich ab. Nico, ich hab 100 Jahre. Das stimmt nicht. Alle 103. Seid ihr bereit? Bitte ja. Rechts, doch ihr rechts. Ah, fuck. Okay, was hat er gesagt? Oh mein Gott. Ah.
lange geht der Krieg? Oder wie lange ist 116 Jahre. 116, okay. Wow. Ja, das sollte man wissen eigentlich. Ja, ja gut, das wusste ich nicht, Leute. Hätte ich mir denken können. Bei 70 Jahre Krieg dann zu 100 Jahren zu benennen, wäre auch asozial, ne? Ja, okay, merke ich mir. Ab ja, asozial, okay. Nie wieder werde ich diese Frage falsch beantworten. Nie wieder. Wie viele Nippel kann ein Kurzschwanz-Opossum-Weibchen kriegen? Ich denke mal 8 Nippel. Genau das wollte ich auch sagen. Oder? Nee, ich kann mehr kriegen. Doch, 8. Ich sage 12 Nippel. Ich glaube, ein Kurzschwanz... Schwarz, Opossum, hat 12 Nippel. 111, Spaß, 21. Ah. 21, okay, da habe ich aber wahrscheinlich wieder weit verfehlt. Oh nein, bitte nicht. Nico, 24. Ich! 26. Nein. Ja. Oh, scheiße, ich hätte auch einen Schuss abbekommen dann, oder? Wer? Ich war ja auch ganz nah dran. Was, wer hat den Schuss gekriegt? Warte mal. 11, ich war bei 12. Oh, scheiße, ich hätte auch einen Schuss abbekommen. 11. Nico, 24. Ich! 26. Ja! Ja! Oh, scheiße, ich hätte auch einen Schuss abbekommen dann, oder? Oh nein. Warum habe ich das gemacht? Ich war ja auch ganz nah dran an 11, ich war bei 12. Okay, das tut schon weh. So brutal ist das. Wie das sich jetzt zusammenreißt. Also für alle, die Antwort ist 30. 30 Alter. Nippel? Oh mein Gott, wie viele Kinder können die dann kriegen? Dann können die ja 30 Kinder kriegen, oder was? Oder noch mehr? Auf einmal? Der längste menschliche Penis. Der längste menschliche Penis, okay. Also ich hab... 36. Jede Frage falsch beantwortet, weil diese Fragen liegen mir echt nicht. Aber jetzt sage ich die richtige. Den längsten Penis, den kenne ich natürlich. Da habe ich eine ganz gute Erfahrung mitgemacht. Spaß beiseite. Ich sage, der längste Penis der Welt, sage ich, ist 40 cm lang. 40. Stopp, Spend. Also ich habe 35 cm. Okay. Nico? 46 cm. Oh, okay. Okay. Allem, das ist halt 90 cm. Jo, jo, was? 90? Okay. 90 ist übertrieben. Ein Meter! Ja, ich weiß doch. Also ich habe fast einen halben Meter mehr als an alle. Ja, also entweder ich oder... Digga, wenn der sich einen runterholt. Was ist da? Tja, Kinder, das ist ein Problem. Nicht getroffen. Wenn er zu wischen. 48,2 cm. 48? Ja. Was habe ich gesagt? Habe ich einfach nur 40 gesagt? Okay, krass. Fast einen halben Meter. Ja, da weiß ich sehr, welcher Penis gemeint ist. Du nicht. Wie hoch ist der Eiffelturm ohne Antenne genau? Wie hoch ist der Eiffelturm ohne Antenne? Okay, das kann ich ungefähr sagen. Der Eiffelturm ohne Antenne sind... 350 Meter. Der Eiffelturm ohne Antenne sind... Ich habe jetzt irgendwie so 300 Meter im Kopf, aber ich glaube, 300 Meter ist zu hoch. Aber ich sag trotzdem 300 Meter. Ungefähr 300 Meter. Eins. Oha, chill, stopp. Ey! Ich schieß mich ab. Ja, 180. 181 also. Okay. 181. 59. Was? Ich habe 250. Er kriegt einen Schuss ab. Ich habe 213. Okay. Bruder! Dame. Ja, er kriegt einen Schuss ab. 100 Pro. Ja. Ja. Meter. 300 Meter! Oh mein Gott, 300 Meter nicht schlecht. Ist die Antwort. Ich habe genau auf den richtig geschätzt. Lol. Mit Eiffelturm kenne ich mich aus, Leute. Man kennt ihn, den Eiffelturm-Experten. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Okay, das hawaiianische Alphabet hat nicht so viele Buchstaben wie das deutsche Alphabet, weil die Namen heißen alle sowas wie Kakao. Mann, ich hätte jetzt über dem Deutschen geschätzt. Ich hätte 36 oder so geschätzt. Mann. Aloha. Aluli, Lalala, Lululi. Das weiß ich! Ich würde sagen, das hawaiianische Alphabet hat 15 Buchstaben. 15. 3, 2, 1, 27. Fuck. Nico. 30. Allen. Nein! Ich bin der Niedrigste. 40. Peter, was war denn jetzt vor? Also ich glaube, ja. Er kriegt einen Schuss ab. Wieder. Schon wieder. Mois kriegt schon wieder einen Schuss ab. Zack! Ich wusste es. Es hat locker weniger als 20, oder? Oder knapp 20. Oh mein Gott! Warte mal. Alter. Warte mal. Oh nein. Wie viel haben die geschätzt? Das Alphabet hat 15 Buchstaben. 15. 3, 2, 1, 27. Fuck. Nico. 30.
Alle! Nein! Ich bin der Niedrigste, 23! Oh nein! Peter, was sind deine letzten Worte? Also ich glaube, er kriegt einen Schuss ab. Wieder, schon wieder, Mois kriegt schon wieder einen Schuss ab. Zack! Ich wusste es. Es hat locker weniger als 20, oder? Oder knapp 20. Oh mein Gott! Alter! Alter, du hast 11 die ganze Zeit gesagt, ne? Ja. Das sind 12. 12? Guck mal, ich hab gesagt 15. 12, Alter. Schaut mal, mit so einer logischen Erklärung, dass die alle so komische Wörter haben, Alululu und so. Leute, seht ihr? Mit Hawaii kenne ich mich auch aus. Weil ich bin ja ein Inselbewohner und wir Inselbewohner, wir kennen uns untereinander. Let's go, Alter. Oh. Es geht langsam dem Ende zu. Die vorletzte Frage. Wie alt ist Kim Jong-un? Okay, Kim Jong-un, das weiß ich ungefähr. Ich habe nicht mal in der Doku über den geguckt. 46. Komplett. Kim Jong-un ist nämlich zur Schule gegangen in der Schweiz. Der ist auf einer Schweizer Privatschule zur Schule gegangen. Der spricht auch Deutsch. Kim Jong-un ist noch nicht so alt. Ich würde sagen, Kim Jong-un ist unter 40 Jahre alt. Nein. Deswegen würde ich sagen, Kim Jong-un ist... Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett falsch liege. Aber ich sag, Kim Jong-un ist 36 Jahre alt. 36 oder ist das zu alt? 36, sag ich. Stopp! Ja, da fängt an. Ich hab bei dem angefangen. Ey, ich hab echt gerade nichts drin, weil ich auf X gedrückt habe. Aber ich weiß keine Antwort mehr. Ich bin sofort das ein. So, okay, 68. Okay. 68 bist du hängen geblieben? Okay, er wird schon mal erschossen. Du weißt, dass Kim Jong-un der Sohn ist, ne? 34. Hä, hey, was? Warte, der ist 42. Ich hab 42. 51. Ich hab 51. 51. Hey, okay, der ist doch voll alt. Okay, ich bin mal drin. Der ist doch nicht so alt. 64 Jahre alt ist er. Und damit kriegt den Schuss. Es war eine Lüge, er ist 35. Ah! 35 ist er. Der ist 35, ich hab gesagt 36. Oh mein Gott, ich weiß besser, wie alt Kim Jong-un ist, als wie meine Geschwister alt sind. Also ich hab keine Ahnung, wie mein kleiner Bruder wie alt er ist. Leute, das sollte mir zu denken geben. Hier, Leute, ihr wisst es. Jetzt langsam hole ich wieder auf. Jetzt langsam hole ich wieder richtig auf. Die letzte Frage ist ekelhaft. Seid ihr bereit? Ja. Wann wurde Rom gegründet? Okay, wann wurde Rom gegründet? Pass auf. Rom. 1614. Gab es ja schon damals. Oh mein Gott, sorry, verzeiht mir bitte, dass ich dumm bin, aber ich bin halt heute ein bisschen neben der Spur, okay? Bin eh wurde dumm. In Rom nicht doch, klar, Jesus Christus ans Kreuz genagelt und Jesus Christus ist vor 2000... Sobald ich weiß, wurde er in Jerusalem ans Kreuz genagelt. Boah, das weiß ich aber auch nicht so genau. Diese Zeitrechnung nach Jesus Christus ist ja 2019 Jahre her. Das heißt, Rom ist schon über 2019 Jahre alt, also sage ich Rom... ist mindestens 2500 Jahre alt, wenn nicht sogar 3000 Jahre. Ich sage, Rom ist 3000 Jahre alt. Mal gucken, ob ich komplett falsch liege. Ich sage, Rom ist 3000 Jahre alt. Nee, ich sage 2500. Ich sage 2500, let's go. Nee, oh mein Gott. Nee, ich sage 3000, nee. Ich sage 2500, ich sage 2500. 3, 2, 1, Stopp! 1890 vor Christus. Ach, vor Christus. Oh mein Gott, ich dachte, man muss die Zahl einfach sagen. Oh, vor Christus? Ja, cool, das kann ich nicht. Ja, das sage ich falsch. 1890 vor Christus. Ich bin so dumm, ne? Alim. Ich bin so dumm! 500 vor Christus. Nico. 2000 vor Christus. Ja, ich bin 2000 vor Christus. Ja, 100 nach Christus. 100 nach Christus? Wie kann das denn möglich sein? Oh nein. Okay, warte mal ganz kurz. Was ist denn 2500? 2500 wäre dann so, ja, sowas wie 500 vor Christus. Also ja, wenn der Chat schreibt 700 vor Christus, das heißt, ich bin dann nur 200 Jahre daneben. Also geht eigentlich, oder? Kann man machen. Bitte Nico. Was? Was hat Nico gesagt? 2000 vor Christus, ja klar, dann ist Nico natürlich abgeschossen. Oh mein Gott! Mann, ich bin so ein Idiot. So, by the way, Fun Fact, Jesus wurde nicht ans Kreuz genagelt. Es war ein Pfahl. Oh, das wissen die meisten nicht. Egal. Mann! Okay. Könnt ihr auch mal sagen, wie viele Jahre das jetzt her ist? Dann muss ich selber rechnen. Egal, 2500 Jahre ist nicht komplett
Ist nicht komplett daneben, Leute. Ist nicht komplett daneben. 753 plus 19. Oh. Oh. 72. Oh. 2772 Jahre. Meine Freunde, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Video. Ich bin komplett außer Rand und Band. Die Spannung ist so am Arsch. Ich bin außer Rand und Band, Alter, alles klar. Verpisst euch! Ja, war ein nice Video. Also eigentlich, ich mag Schmerzen und ich mag Antworten. Deswegen hat mir das Video sehr gut gefallen. Es kam beides drin vor, was ich mag. Daumen nach oben für InScope, Alter. Für so einen Geniestreich. Für so ein Meisterwerk der YouTube-Geschichte. Danke dafür. Also, ich lag auch komplett daneben. Ich hätte voll auf die Software gekriegt. Oh, verdammt. Na gut. Wenn ihr mehr solcher dummen Challenges sehen wollt, dann abonniert mich doch gerne. Cringe. Dafür habe ich noch genug Kraft. Und ciao.